Und da geht sie los. Die erste Fahrt im American Truck Simulator. Jetzt muss ich allerdings gerade noch mal kurz was checken. Die Aufnahmeeinstellungen sind richtig. Können wir also loslegen. Und wir befinden uns hier in Reno. Und sollen eine Ladung Reifen nach Truckee bringen. Wir sehen hier schon ein wunderbares Fahrzeug. Das ich jetzt hoffentlich nicht mit meinem Anhänger hier mitnehme. Das ist alles doch etwas größer als im Eurotruck. Wo muss ich denn rum? Links rum. Na, jetzt kommt da natürlich einer. Ich fahre hier übrigens mit dem Xbox 360 Gamepad, nur falls sich jemand wundern sollte. Und irgendwie muss ich hier auch nochmal an den Grafikeinstellungen schrauben. Halten wir mal in der Mitte der Straße einfach an. Und ich bin gleich wieder für euch da. So, das sieht doch schon gleich viel besser aus. Aber an die manuelle Schaltung muss ich mich doch noch ein bisschen gewöhnen. Die habe ich bis jetzt nämlich im Eurotruck Simulator nicht benutzt. Aber ich dachte mir, hier für den American Truck Sim probieren wir das einfach mal aus. So, und da geht's nach rechts. Ignoriere ich dieses Stoppschild? Ja. Kommt ja nichts. Wertgrünampel. Anfahren. Ja, läuft. Ja, du bleibst aber jetzt hoffentlich da stehen, du komischer. Komischer, schöner Alter. Hui, siebter Gang und wir fahren erst gerade mal 15 Meilen. Ganz schön große Schaltung hier. Ich soll links abbiegen. Hier? Ja. Und dann wieder rechts. Da kommt aber Verkehr. Gestellt. Das wollte ich nicht. So, hier rum. Vorsicht.
Fuß umfahren. Auch möglichst wenig Verkehrsschilder. Ich stelle gerade fest, ich muss gar nicht kuppeln zum Schalten. Das finde ich ja praktisch. Jetzt muss ich allerdings da links und dann auf den Highway. So. Auf welche Taste habe ich jetzt eigentlich die Außenansicht gelegt? Na, nehmen wir die Tastatur. Hier mal einen Blick zurück auf Reno. Freeway. Okay. Interstate 80. Und zurück ins Cockpit hüpfen. Ja, 10. Gang. 11. Gang. 11. Wie viel kommen denn da? Eine Menge anscheinend. Kommt, gib Gas da vorne. Obwohl, na, wir sind schon knapp am Tempolimit, oder? Ach ne, 80. 80 darf man hier fahren. Wow. Habe ich das etwa versehentlich noch auf km/h stehen. Das wäre natürlich unpraktisch. Wo hier im Tacho ist alles auf Meilen. Boah, lassen wir es mal bei Fuel Economy. Wir fahren auch alle so schnell. Gebe ich hier nochmal ein bisschen Stoff drauf. Sobald wir auf dem Hügel sind. Zur Fahrzeugüberprüfung bitte eine nahegelegene Wiegestation aufsuchen. Jo, also die hier. Halten Sie vorne am Waagesymbol. Okay. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Ja, bitte. So, und jetzt erstmal wieder hier wegkommen. Oh. Eingang, Zweigang, Dreigang, Viergang, Fünfgang. Siebter Gang, Achter Gang. Neunter Gang. Oh, das ist aber auch eine schöne Ausfahrt hier. Ach, da passe ich rein. Einen Stau. Ja. Wow. Da versuchen wir doch jetzt einfach mal dran vorbeizuziehen. Mit 25 Meilen. Hochschalten nicht vergessen. So, nächste Ausfahrt, der Truckee. Da will ich auch hin. Ja, mein erster Eindruck so. Sieht erstaunlich gut aus. Ich erkenne zwar so gerade jetzt hier an den Bäumen und von der Vegetation und so einiges aus dem Euro Truck Simulator wieder. Aber insgesamt der grafische Eindruck
ist doch... erstaunlich positiv. Also gerade war hier die Straße, die sieht schon wesentlich besser aus als alles, was im Euro Truck Simulator ist. Oh, 55er Limit. Sollte ich mal runterbremsen. Was ist denn hier 55? Ist das 55? Warte, da ist 45. Ja. Also von den Texturen her, hier ist es schön ein bisschen dreckig und... Die Straße sieht halt benutzt aus. Wow. Und haben wir das Schild stehen, stehen gelassen? Ich glaube ja. Hier in der Stadt, die Stadt. Wesentlich mehr Details drin als noch im Euro Truck Simulator. Und ich muss gestehen, ich gehe nicht ganz unbeleckt an dieses Spiel dran. Ich habe die letzten Tage schon einige Streams und YouTube-Videos verfolgt zum Spiel. Also, ich weiß schon, was mich in etwa erwartet und wie mein allererster Eindruck sein wird. Aber das jetzt nochmal hier so live in Aktion zu erleben, ist dann natürlich auch nochmal was anderes. So, und wir haben unser erstes Ziel erreicht. Ja. Ah. Wo will ich parken? Ja, natürlich das Schwierigste. Die meiste Erfahrungspunkte mitnehmen. Und da sollen wir nach dort. Boah, sieht jetzt nicht so schwer aus. Ziehen wir mal hier. Oh. Schön hier hinten. Mit Fernseher und Mikrowelle und Aussichtsfenster. Und so ein Bett zum Runterklappen. Nicht schlecht. So. Schauen wir mal. Das könnte funktionieren. Wenn wir jetzt in den Rückwärtsgang schalten. Und einmal ganz so rum einschlagen. Ja. Okay. Moment. Ich bin gerade etwas verwirrt. Mal kurz in der Außenansicht checken, wo wir hin müssen. Nach da. Okay, ziehe ich jetzt hier einmal kurz gerade. Und ja, ich weiß, echte Profis machen das nur mit der Innenkamera. Aber das ist meine erste Fahrt. Und auch wenn ich die Tage noch mal im Euro Truck Simulator reingeguckt habe, so um ein bisschen Vergleich zu haben. Da muss ich mich jetzt doch erst nochmal dran gewöhnen. So. Noch ein bisschen darüber. Das passt. Die Taste? Ja. Juhu, Achievement! Es reicht noch nicht ganz zum Levelaufstieg. Schade. So, was machen wir denn als zweite Fuhre? Tue ich jetzt so, als wäre ich ein Truckie tatsächlich? Oder... Meine erste Garage. Nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Habe ich noch nichts, was ich hier hinstellen kann. Ja.
irgendwann kann ich mir vielleicht einen LKW leisten. Aber es sah auch schick aus. So, also tue ich jetzt so, als wäre ich in Truckee. Tja, in Truckee gibt es aber keine Aufträge für mich. Dann muss ich halt nach Reno gehen. 3000 Dollar nach San Rafael. 2900 nach San Rafael. 400 nach Elko. Oder nach Winnemucca. ich würde sagen nach San Rafael dann, ne? Auch wenn wir jetzt wieder durch Truckee müssen, aber mit der meisten Kohle. Oder nach Winnemucca. Und alles Peterbilt. Okay. Ja, was soll's. Nehmen wir hier die 32.500 Pfund. Da ist nochmal ein Besuch im Optionsmenü fällig. Gameplay. So. Geschwindigkeitsbegrenzer aktivieren? Nö. Automatische Zündung? Ja. Liftachse senken? Ja. Druckluft, Treibstoff machen wir. LKW-Geschwindigkeit anzeigen. Tempomat ist okay. Schwierigkeitsgrad parken. Jo. Immer das Geübte. Regenwahrscheinlichkeit ist okay. Online-Nachrichten? Keine Ahnung. Spotlight-Bilder nehmen wir aber rein. Was haben wir noch? Lenkungskamera lassen wir aus. Voreinstellung Region. Keine Ahnung. Währung US-Dollar passt auch. Gewichtseinheiten. Kilogramm und Tonnen bitte. Und Temperatur in Celsius. Und Volumen in Liter. Damit ich zumindest eine Ahnung, obwohl, ah nee, die ganzen Anzeigen sind ja Miles per Gallon. Dann nehmen wir Gallonen als Treibstoffeinheit. Ich habe zwar jetzt gerade nicht so spontan die Ahnung, was eine Gallone in Litern ist, aber boah, passt schon. Und Entfernungseinheiten Meilen einfach, weil es passt. Ah, okay. Benutzer definiert. Würde dann hier das mit anzeigen. Okay. Und jetzt muss ich nochmal gucken, wo mein Licht ist. Wo habe ich Licht hingelegt? Mehrweg runter. Okay, also D-Pad. Das hatte ich doch gerade probiert. Licht, Licht. Ah, doch. Geht. Von außen gucken. So, kein Licht. Hier nur die, wie sagt man, Tagfahrlicht. Ein bisschen Licht und aus. Okay. Machen wir nur hier so das bisschen Beleuchtung. Und ein hübscher kleiner Truck diesmal. Nicht schlecht. So. Handbremse? Haben wir anscheinend nicht. Okay. Temperaturen. Ah, Geschwindigkeitsanzeige. Die hätte ich gerne, ja. So, wo geht's hier raus? Da lang hoffe ich mal. Ja. So ein Fragezeichen-Icon auf der Minimap. Nee, Verkehr. So, und jetzt kann ich ja nochmal gucken. 14 Tonnen Reifen. Okay.
Und geh weg, du blödes Fensterchen. So, da kommt nichts. Dann biege ich jetzt dort noch einmal kurz rechts ab. Um freizuschalten, was auch immer dann da rechts liegt. Ich hoffe mal, einen LKW-Händler. Wenn ich natürlich noch weit entfernt davon bin, mir einen eigenen Truck leisten zu können. Oh, Geschäftchen. Schön. Grün. Fahrräder. Ich dachte, Amerikaner sind so faul und fahren nie mit dem Fahrrad. Und, jawohl, ein Peterbilt-Zeichen. Hier die UDS. Leute beim Pause machen. Ja, auch nicht schlecht. Ja, wie wenden wir jetzt hier am dürfsten? Schaffe ich hier einen U-Turn mitten auf der Straße? Oder fahre ich lieber da rein? Schauen wir mal. Nö, das sieht machbar aus. Ja, läuft. Wunderbar. Da hinten im Hintergrund die Casinos von Reno. Ist ja hier so ein bisschen die Konkurrenz zu Las Vegas. Eben die andere Casino-Stadt im Westen der USA. Glück gehabt. Der Post-Ad. Der FedEx natürlich. Na, ein Taco-Ding. Restaurant. Mit Spielplatz. Und Luftballons. Und so. Oh, und eine rote Ampel. $700. Yeah, das, ups. War jetzt nicht so clever. Ich muss rechts abbiegen. Ja, die war noch gelb. Ganz eindeutig. So, 27, 28, 29, 30 dürfen wir. Ja, mal ein bisschen vom Gas gehen. Achso, ich muss hier links. Ja, komm, Kollege, mach hinne. Rechts. Kommt da was? Kommt da was? Ja. Na, der will rechts. Runterschalten. Wäre nicht verkehrt. Ach, die wollen rechts abbiegen. Ja, komm, Trucker-Kollege, du lässt mich rein, oder? Wunderbar. Ampel grün. Jetzt nicht mehr. Aber ich war schon mal weit genug drauf. Glück gehabt. So, und wir wollen links. In Richtung Sacramento. Was macht der Typ da? Tanzt auf dem Tisch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Interessant. So, auf die Autobahn. Sehr gut.
hier jetzt wirklich 80 fahren? Scheint fast so. Eine Raststätte. Driftet meine Kamera so nach rechts ab. Ja, muss ich die Empfindlichkeit mal ein bisschen hochstellen, weil mein rechter Analogstick jetzt schon ein bisschen ausgeleiert ist im Gamepad. Lässt sich nicht mehr so ganz perfekt zentrieren. So, hier ist wieder die Wiegestation. Bin ich jetzt wieder aufgefordert, da anzuhalten? Anscheinend nicht. Oder ich habe es nicht mitbekommen. Aber ich glaube, ich muss nicht anhalten. So, ach, weiter hochschalten geht auch nicht. So, mein 10. Gang. Okay. Und ich gebe hier gerade Vollgas. Das ist jetzt natürlich ja, ein bisschen doof, hier dieselbe Strecke zweimal zu befahren. Aber mein Gott, lässt sich halt nicht ändern. Und dann sehen wir wieder neue Dinge. Ah, schön. Schön. Oh, 60. 62. Bergab- und Rückenwind anscheinend. Jetzt doch nochmal hier. Ja, 80. In der Tat. Aber mehr geht nicht. 67. Der Truck hier ist am Limit. Wenn es jetzt nicht noch weiter abwärts geht. Ich spiele jetzt hier übrigens mit Ultra-Grafikeinstellungen und 200% Skalierung auf 1600x900. Bis jetzt läuft das Spiel eigentlich perfekt flüssig mit ja, konstanten 60 FPS. Eben in Reno ging es mal kurz an einer Ecke runter, aber hier auf der Autobahn zumindest 60 FPS ohne Probleme. Oh, und hier ist 55er Speed Limit. Mal bremsen. Warum eigentlich? Und wo war das Schild dafür? Und ja, auf Ultra. Ich möchte ehrlich gesagt nicht wissen, wie es auf kleineren Einstellungen aussieht. Da merkt man der Engine dann eventuell dann doch schon ihr Alter ein wenig an. Und dass das hier im Endeffekt im Prinzip wirklich noch der Euro Truck Sim 2 nur eben mit anderer Karte, anderer Umgebung ist. Was ist denn da am Himmel? Irgendwelche Geier? Ja, 55. Aber die fahren auch alle noch schneller als ich. Achso, ja gut, vielleicht PKWs dürfen eventuell schneller fahren. Das wäre noch möglich. So, hier geht's raus nach Reading. Und ich muss noch mal ein bisschen bremsen. Ein wunderschönes Kleeblatt-Autobahnkreuz. Ui, mit einer sehr kurzen Einfädelspur hier. Wow, wow, wow. Das könnte auch noch spannend werden, wenn man auf sowas abbiegen muss. Später dann dazu. Wo habe ich? Ne, das war Licht. Da habe ich den Tempomaten hingelegt. Aha. So. Machen wir jetzt den einfach an.
wir fahren immer noch auf dem Interstate 80 geradeaus. Da ist ein Stück closed. Okay. Interessant. Wir müssen abbiegen Richtung San Rafael. Ja. Nach Walle irgendwas ist das gesperrt. Ah, hört hier eventuell die Karte schon wieder auf. Okay. Ein Stoppschild. Runterschalten. So, zählt das als Stopp? Ich behaupte ja. Da könnte nichts. Also raus hier. Hochschalten nicht vergessen. Was habe ich hier eigentlich für einen Spritverbrauch? 5 Meilen pro Gallone, okay. Im Durchschnitt. Das ist, glaube ich, nicht allzu gut. Schaffen wir noch. Was war das für eine Temperatur? Ach, Wasser und Öl. Okay. Und wir kommen nach San Rafael. Bremse! Ampel, meinte ich. Wer stellt denn hier mitten im Nichts eine rote Ampel hin? Schweinerei. Baustelle hier. Muss er sagen, so ein bisschen geht mir das mit der manuellen Schaltung gerade auf eine Keks. Zumindest wie beim Anfahren. Das ist schon nur ein 10-Gang-Getriebe. Wie wird das dann erst mit 12, 18 oder noch mehr Gängen? So. City Limits San Rafael. Oh, Sonnenuntergang. Schön. Was darf ich fahren? 30. Okay. Stellen wir das mal hier wieder auf die Geschwindigkeitsanzeige. Was haben wir hier? Truck Service. Okay. Open 24 Stunden. Also nicht mehr wie im Euro Truck Simulator. Kommen Sie morgen früh wieder. Der Truck. Die Werkstatt ist gerade geschlossen. Ach nee, das waren die LKW-Händler. Zur Werkstatt konnte man, glaube ich, immer. Aber cool hier. Used Cars. Autohändler. Ein paar Autos auf dem Dach. Sieht schick aus. So, wir fahren auf den nächsten Highway. Wie es scheint. Oh, hier ist der Sonnenuntergang. Schön. Schön, schön, schön. Ich bin noch mitten auf der Autobahn. Wie soll ich denn hier links abbiegen? Okay. Da hat irgendwer eine Ampelkreuzung mitten in die Autobahn gebaut. Interessant. Und sowas kann auch nur Amerikanern einfallen, glaube ich. Oh, da rechts ist noch, wenn wir mal kurz auf die Karte hüpfen. Da rechts war noch irgendwas Entdeckbares. Sollte ich vielleicht lieber so rum einmal hier fahren. Wie komme ich denn jetzt nach rechts? Bei einer roten Ampel? Schwierig. Rechts. Richtig, man darf hier rechts. Oh. Rechts abbiegen bei roter Ampel. Oder auch nicht. Sie haben Post. Unfall vor. Ach nö, scheiße. Das war jetzt Kacke. Ja. Damit habe ich mal
absolut jetzt gerade kein Geld verdient. Oh, ein beleuchteter Donut. Schön. Schön. Und anscheinend irgendeine Anlieferstation. Das war jetzt dumm. Naja, gut. Eine Arbeitsagentur entdeckt. Sehr gut. Das wird später nochmal nützlich sein. So, und hier hat es keine Ampel. Ach du Schande. Gut, dann geben wir jetzt einfach mal mutig Gas und überqueren die Autobahn an einem Stoppschild. Niedriger Tankfüllstand. Ja, gut. Das macht nichts, ich bin jetzt da. Wenn ich noch nicht so genau weiß, wo da ist. Ach du Schande. Wie soll ich denn da reinkommen? Kann ich hier einen U-Turn machen? Und wenn ja, was nutzt es mir? Das funktioniert. Jetzt noch umdrehen. Ja, ist aber auch schön hier, der See und so. So, gefällt euch nicht? Schon perfekt quasi drin. Halbwegs. Stopp, links. Narf! Ich glaube, ab jetzt mache ich es nur noch schlimmer. So. Rumlenken. Bereit. Ja, 3000 Euro, nein, Dollar gewonnen. Levelaufstieg und Konto wieder auf Null quasi zurückgesetzt. Dank meinem blöden Abbiegefehler. Ich hätte es nicht machen sollen. So. 22 XP Bonus, 20 XP Bonus. Nehmen wir die zerbrechliche Fracht. Mehr XP und mehr Vergütung. Ist auch 5% Vergütung. Ist, glaube ich, im Moment wichtiger als Fernfahrten, weil so weit auseinander sind die Städte bis jetzt ja nicht. So, schauen wir mal. Was haben wir noch an E-Mails? Ein LKW-Händler. Kontoüberzogen, Konto wieder ausgeglichen. Ja.
Ja, das soll es erstmal gewesen sein für einen ersten Blick auf den American Truck Simulator mit dem Zaunpfahl. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben oder unten da lasst, je nachdem, ob das Video gefallen hat oder nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!